Aber es war ein Versuch. Oh, jetzt gibt es noch eine Impassivität, eine Bestrafung. Ja, obwohl ich eben auch sagen muss, das ist, denke ich, nicht ganz zutreffend gewesen, weil hier sind beide bemüht, den Kampf offen zu halten. Ja, zum Schluss nochmal eine Aktion, ein Versuch, den Pongsianer anzubringen, aber offensichtlich ist es dem Sportsfreundschüler da nicht gelungen, oben den Kontakt oder die Distanz zu überwinden. Und dadurch verpufft dieser Angriff dann auch und dieser Kampf geht an die Potsdamer. So, Kampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Der Sportsfreund Sebastian Hanak für die Schweriner am Start. Und für die Potsdamer der Sportsfreund Pohl. Wir haben hier eine Situation,
oder Schweriner Judoka eben in eine Würge geraten ist. Aber der Kampf wurde unterbrochen und somit geht es im Stand weiter. Ja, hier wieder der Shido wegen Passivität, aber ich denke, dass beide Kämpfer hier diesen Kampf recht offensiv angehen. Ja, hier hatten wir eben eine Situation, dass der Sebastian Harnack mit Harry Groschi einen Angriff versucht, überdreht diesen und der Kämpfer aus Potsdam dreht danach und somit gibt es einen Ippon für die Potsdamer Mannschaft. Ja, damit geht dieser Mannschaftskampf mit 5:2 Punkten an den UJKC Potsdam. Oh, jetzt haben wir noch eine Begegnung am heutigen Tage, denn die Schweriner gegen die Brandenburger. Ja, kommen wir nun zum letzten Mannschaftskampf heute. Der PSV Schwerin gegen die PSG Dynamo Brandenburg. Beide Mannschaften sind voll besetzt. Für die Schweriner am Start Andreas Brockelt. Deutlich kleiner als der Sportsfreund Menzel aus Brandenburg. Oh, Angriff mit Diashi Barai. Diashi Barai, eine Fußtechnik. Und hier wieder und wieder. Aber wunderbar offensiv, wie er den Kampf beginnt.